als es ihr dann so dreckig ging und sie auch wirklich sich nicht mehr unter Leute traute, und zwar nicht, weil sie es wollte, sondern weil sie keine Kraft mehr dafür hatte, da sind die beiden in das kleine Reetdachhaus, das Helga mal erworben hatte, auf der Insel Föhr ausgewichen. Das war ein kleines Haus, 100 Quadratmeter, sehr nett, reetgedeckt, alles sehr nett, schöner Garten, alles wunderbar, nette Nachbarschaft. Und man hat sich dort die letzten 3 Monate, sich die Helga natürlich auch wohlgefühlt. Sie hat es schon genossen, hier zu liegen. Wir gingen zusammen spazieren am Strand. Die Spaziergänge wurden natürlich immer kürzer, immer weniger. Und wir waren auch zusammen in Wiekel und gingen da durch die Straßen. Und die Passanten und die Gäste haben dann geguckt, ah, das ist Helga Vettersen und so, begleitet von 2 Männern, Olli und ich. Wir haben uns schon mit den Nachbarn ganz gut angefreundet. Und Helga war ja auch froh, dass sie eben auf Föhr wieder einen neuen kleinen Kreis hatte und war schon ganz schön. Die liege schon zum Beispiel hier auf dem Sofa und trotz dieser schweren Krankheit wusste Helga immer noch interessante kleine Anekdoten aus ihrem Leben zu erzählen, die ich jetzt aber schon leider auch wieder vergessen habe. Und ich hatte immer den Eindruck, dass sie auch wirklich diese Zeit, diese Stunden am Nachmittag hier sehr genossen hat.